Megowannen, liebe Mittelerde-Besucher, und herzlich willkommen zu diesem kurzen Einblick in das neue Add-on von Herr der Ringe Online. Ja, das ist eine neue Add-on, das heißt ja die Reiter von Rohan, weil wir uns auch in Ost-Rohan bewegen und wir sind hier in der allerersten Siedlung dieses neuen Gebietes und es sieht vielleicht so aus, als ob ich mit meinem Zwerg Kinder schlagen würde, aber es ist alles halb so wild. Wir spielen hier nur zusammen und zwar Schlag den Räuber. Ja, diese Kinder machen die ahmen ihre Eltern nach. Die haben nämlich schon länger in dieser Siedlung ganz schöne Probleme mit Räubern und das haben die Kids wohl mitbekommen. Ja, ein sehr schönes Feature gleich zu Anfang, weil damit bekommt man auch gleich mit, wie sehr Turbine darauf Wert legt, auch kulturelle Einflüsse in die Geschichte einzubinden, also so, dass man es auch merkt. Und man sieht auch erstmal so richtig Kinder als Questgeber. Ja, jetzt nähert sich auch schon ein Reiter, der Dala, und der verklickert mir gleich, dass ich gar keine Zeit habe für Spielchen mit Kindern. Gibt ja auch viel wichtigere Aufgaben in diesem neuen Add-on. Ja, hier seht ihr auch schon diese Stadt, das ist Langhold. Und da das Add-on erst seit Montag jetzt erhältlich ist, ist ja auch ziemlich voll. Das heißt, mein PC wird hier einige Male ziemlich ruckeln. Bei der Aufnahme, ich musste sowieso schon die Grafik ein wenig runterdrehen. Tut mir leid, ist leider nicht zu verhindern, aber für einen kleinen Eindruck reicht es, denke ich mal. Und wir betreten hier auch gleich die Methalle der Stadt. Und Methallen gab es schon früher, aber das ist ein bisschen ein hervorgehobenes Feature dieses neuen Add-ons. Nämlich in Rohan gibt es ganz viele Methallen und eine übertrifft die andere, was das Design angeht. Ja, und hier sind wir jetzt bei Tan Ultred, dem Herrscher hier. Und hier stellen sich ein paar Neulinge in Rohan vor. Die müssen was essen, was trinken und sich vor seiner Frau verbeugen. Und dann dürfen sie dann auch hier in der Gemeinschaft Quests lösen. Ja, wie ihr seht, alles noch viel detailreicher als zum Beispiel die Methalle am großen Fluss. Da waren ja schon Rohirrim ansässig und Methallen sehen einfach hier absolut genial aus. Und das war noch eine kleine hier, ne? Ja, hier ein kleiner Überblick über die Stadt. Ganz schön was los. Wie gesagt, ist gerade erst herausgekommen zu diesem Zeitpunkt, wo das Video aufgenommen wurde. Und hier reiten lauter Leute rein. So, und jetzt hier nochmal ein kleiner Blick auf meinen Charakter. Das ist Singlorin, das ist ein Zwergenbade, Level 73. Ist nicht ganz das Level, was hier empfohlen wird. Es geht hier ab Level 75 los, ist aber halb so wild, weil da bekommt man ja auch mehr Erfahrungspunkte. Mir fehlt nur eine anständige legendäre Waffe. Da muss ich mal gucken, wo ich die noch herbekomme. Ansonsten bin ich eigentlich stark genug hier für das Gebiet. Ja. Wie gesagt, hier ruckelt es ein wenig. In der Stadt selbst liegt das nicht nur an meinem Video, sondern hier geht auch mal Herr der Ringe so ein bisschen in die Knie. Das ist auch außerhalb der Stadt so. Das ganze neue Gebiet verbraucht auf jeden Fall mehr Rechenkraft und mehr Speicher als die ganzen alten. Das heißt, wenn ihr einen alten PC habt, werdet ihr ein bisschen Probleme bekommen. Gerade wenn so ein bisschen gezaubert wird. Ja, hier seht ihr gleich mal eine der ersten Quests. Wir sollen einem Bauern helfen, der wurde von den Räubern ausgeraubt und hier retten wir eine seiner Kühe und kloppen uns direkt mit den Räubern. Da habe ich mich zusammengetan mit meinem Kumpel Michi, der spielt hier einen Hobbitjäger und ich eben, wie gesagt, einen Zwergenbaden. Und hier sammeln wir zum Beispiel gestohlenes Getreide von den Bauern und gehen danach ins Hauptquartier der Räuber und vermöbeln erstmal den Boss. Alles ganz klassisch, also man wird hier nicht gleich zugeschmissen mit neuen Features. Es gibt einen ganzen Haufen neuer Sachen, die kommen nacheinander, aber für die Einführung bekommt ihr eben eine ganz normale Siedlung mit einem schönen kleinen Storystrang, mit vielen kleinen Details und ihr bekommt die ganzen Stile, die Pferdestile etc. gezeigt und so weiter. Auch ganz normal für ein Update, es gibt halt eine neue Stufe fürs Handwerk. Hier seht ihr zum Beispiel, wie ich Erz abbaue. Und da gibt es auch wieder zwei verschiedene Qualitäten. Etc. etc. Also das ist alles ganz normal. Gibt auch wieder zwei Punkte für die Tugenden. Zwei neue. Und ansonsten
viel schöne Optik. Zum Beispiel gleich, wenn ihr über die Brücke geht, seht ihr, dass sich der Himmel komplett ändert mit Mondphasen etc. Und wir haben eine super geniale Weitsicht. Ja, ein auffälligeres Feature ist dann doch hier im Loot-System zu sehen. Man braucht nicht mehr einzeln die Feinde zu looten, sondern in Rohan geht dann so ein Säckel auf und da werden alle Items, die man einsammeln konnte, eine Stunde lang gespeichert. Zumindest 50 davon. Ja, und das ist besonders praktisch, wenn es halt mal richtig zur Sache geht, weil es gibt nun ein neues Open-Tapping-System, nennt sich das, offenes Anzapfen. Das könnt ihr euch nämlich auch in die Kämpfe anderer einmischen und bekommt einen Anteil des Loots. Und wenn ihr dann zu jedem einzelnen Gegner laufen müsstet, dann würde das ganz schön lange dauern. Na, hier seht ihr zum Beispiel, wie eine komplette Sippe hier einfach mal durch die Gegend abräumt und wir waren zufällig da, Michi und ich, und wir haben dann halt einfach mitgemacht. Und normalerweise bekam man halt keine Erfahrungspunkte dafür, die Gegner waren ausgegraut. Mittlerweile einfach mitballern und man bekommt einen Anteil ab. Und der landet dann in diesem schönen neuen Loot-Fenster. Wie gesagt, 50 Items werden darin gespeichert, eine Stunde lang, nach der Stunde verschwindet es dann. Und bis dahin müsst ihr es aussortiert haben. Ja, hier kommen wir dann gleich zum Ende der Einführung in dieser Stadt. Die wird nämlich überfallen von einem Nazgul und der ist halt so fies, dass er unserem kleinen Barden hier ganz schön Schrecken einjagt. Der macht sich in die Hose. Deswegen kann er sich nämlich auch nicht bewegen und er geht sogar dem Vorschlag hier der Leute aus der Stadt nach und flieht. Ja, wenn wir dann zurückkommen, ist die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Kein sehr schöner Anblick. So bleibt es dann halt auch weiterhin. Ja, deswegen ziehen wir in die nächste Stadt. Die ist auch gar nicht weit. Und die ist schön gebunkert. Das ist hier Havik, wie ihr hier seht. Und ja, da geht mein Rechner ganz schön in die Knie. Hier sind nämlich auch wieder Millionen Leute. Und mein Rechner ist nun mal nicht so neu. Der zieht hier ganz schön. Vor allem, wenn es dann so eine schöne Gebäude hier gibt mit schöner Beleuchtung. Ist auch wieder eine Methalle. Muss schon sagen, also die grafische Steigerung ist durchaus bemerkbar. Das Schöne an dieser Stadt hier in Havik ist, dass man auch endlich ein neues Pferd bekommt. Das ist ein weiteres neues, dickes, fettes Feature von diesem Add-on. Und das ermöglicht nämlich den berittenen Kampf. Das ging bisher nicht. Jetzt holt man sich hier in Havik ein Pferd ab, ein Streitross, ein Schlachtross, und das erlaubt innerhalb von Rohan und auch bisher nur in diesem Gebiet das Kämpfen zu Ross. Ja, bevor es da losgeht, gibt es natürlich noch einige Einstellungen zu machen und auch zu lernen, wie man damit umgeht, weil es lenkt sich ein wenig anders als die Ziegen und Pferde und Ponys, die man bis jetzt in Mittelerde nutzte. Hier hole ich mir zum Beispiel auch nochmal eine Aufgabe ab, da wird man auch gleich mit eingeführt und dann findet man das neue Schlachtross natürlich auch dort, wo man die anderen Rösser findet und sortiert es erstmal ein. Ja, na dann steigen wir mal drauf. So, das ist das schöne Tier. Wer hat denn da dieses Menü da, diese Leiste da in die Mitte gesetzt? Ach, das müssen wir erstmal umsortieren. Ihr seht schon, kann ein wenig dauern. Und das werdet ihr auch bei anderen Sachen sehen. Die Reiter von Rohan ist sozusagen ein ziemlich komplexes Add-on auf einem anderen Spiel. Es ist fast schon, als ob es Herr der Ringe Online in eine zweite Ebene heben würde. Und das ist gerade beim berittenen Kampf wird das sehr sichtbar. Sehr schönes Tier übrigens, auch wenn ich noch überhaupt keinen Schmuck drauf habe. Man sieht schon, diese Rösser sind edel. Ja, die kann man auch umbenennen. So ein kleiner Witz zwischen meinem Kollegen Sebastian und mir ist, dass ich Pferde gerne Rennfaust nenne, auch wenn es nicht so viel Sinn hat. Ja, und dann schauen wir mal in mein völlig überladenes Inventar. Da habe ich auch ein paar Schmuckstücke schon dafür drin, nämlich einen Sattel und einen Zaum. Sattel ist insofern wichtig, als dass er ein legendärer Gegenstand jetzt ist, ein weiterer. Das heißt, man hat auch einen weiteren Slot für legendäre Gegenstände und dass das mitgelevelt wird. Und ja, dann schmückt man auch zum Teil einfach fürs Aussehen.
Farben kann man auch ändern. Im Gegensatz zu Beta leider nur kostenpflichtig, aber immerhin. Und ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig geschmückt ist. Es ist nur eines. Es gibt ganz, ganz viele, na, Schmuckstücke für euer Pferd, eben Sattelzaum, alles Mögliche in verschiedenen Ausführungen. Ja, wichtiger ist allerdings, dass es drei Pferdetypen gibt, nämlich das leichte, das mittlere und das schwere Schlachtross. Und die sind insofern unterschiedlich, als dass das eine eher gepanzert ist, dafür weniger wendig und das andere eben schwach, das leichte eben schwach gepanzert und dafür schnell. Und hat man sich einmal entschieden, kann man dann auch noch solche Fertigkeitsbäume bestimmen, weil das Pferd hat, egal welches Pferd ihr nehmt, jedes hat drei Haltungen, mit denen ihr bestimmte Stärken hervorhebt. Und bei jedem Level Up, das Pferd levelt also selber, bei jedem Level Up bekommt ihr die Möglichkeit, neue Fertigkeiten auszubauen. Apropos Level Up, also das neue Level Cap für Herr der Ringe Online steigt somit auf Level 85. Und wenn man das erreicht, gibt es auch noch eine ganz spezielle Geschichte, nämlich eine Stadtinstanz. Und die werde ich jetzt hier noch nicht zeigen. Ich zeige euch nur mein allererstes Level Up in diesem Gebiet. Allerdings, es gibt dann, wie gesagt, noch ein paar interessante Sachen für weitere Spieler. Für High-Level-Spieler. Hier seht ihr, wie ich trainiere und wie ich ein wenig mit dem Pferd kämpfe. Die Steuerung ist nämlich doch ein wenig anders als bei den normalen Pferden. Man driftet ein wenig zur Seite beim Einbiegen. Und das soll halt dem Kämpfer einen besonders guten Angriffswinkel geben. Ich hatte das Problem, also es funktioniert eigentlich alles wunderbar, außer das Geruckel beim Videoaufnehmen, wie ihr hier seht. Es funktioniert an sich wunderbar. Ich hatte nur das Problem, dass ich immer wieder mehr Gegner gezogen habe, als ich haben wollte. Das heißt, ich habe immer gegen drei, vier Gegner gekämpft, obwohl ich eigentlich vielleicht nur einen angreifen wollte. Da muss man ganz genau gucken, man muss sich die Gegner rausziehen aus der Meute und dann anfangen im Kreis zu laufen, so ein bisschen. Zumindest wenn man einzeln kämpft. Also das Ganze macht viel mehr Sinn, wenn man im Pulk reitet, weil dann bekommt jeder eine Aufgabe. Und dann kann man nämlich auch gezielter durch größere Massen durchreiten. Also so ein Vierergespann sollte man schon sein. Ist allerdings alles Gewöhnungssache. Wie ihr hier seht, habe ich auch ein paar Erfahrungspunkte gewonnen. Das heißt, nach ein paar anfänglichen Eingewöhnungsschwierigkeiten ging es dann eigentlich ganz gut weiter. Ja. Hier seht ihr noch einen Story-angetriebenen Teil. Das ist immer wieder sehr, sehr schön und auch wichtig hervorzuheben, dass Herr der Ringe Online im Gegensatz zu vielen anderen MMOs sehr, sehr viel Wert auf die Story legt, dass alles verwoben ist. Es gibt natürlich auch kleine Schlachtquests, also töte dies, sammle Felle, sonst was. Aber der Hauptstrang bedient sich halt immer wieder bei Anleihen aus dem Buch und geht die zum Teil relativ genau ab oder stellt sich vor, was wäre, wenn. Und für Tolkien-Fans ist es halt einfach fantastisch, man bewegt sich halt innerhalb eines gegebenen Mikrouniversums. Ja, hier seht ihr eine noch schönere Methalle. Da mache ich auch mal hier das HUD aus. Also es ist wirklich einfach nur abgefahren, wie viel Detail hier drin steckt, wie viel Arbeit hier drin steckt. Hier ist Platz für viel Rollenspiel, hier kann man sich später Quests abholen. Also hier möchte man halt auch einfach einen Moment bleiben. Das ist einfach so heimelig und so schön rustikal alles, dass es wirklich einlädt, gerade jetzt in den kommenden Wintermonaten. Ja, wie gesagt, das ganze Rohan-Update verbraucht mehr Grafikpower. Also, wie gesagt, mein PC ist relativ schwach. Wer einen starken PC hat, wird das kaum merken. Aber wie ihr hier seht, kämpfe ich beim Videoaufnehmen dann doch schon ein bisschen mit der Framerate. Und das ist auch, wie gesagt, so ab und zu so, wenn ich nicht Video aufnehme. Ja. Und in der Zeit habe ich mich natürlich ziemlich an das Einzelkämpfen gewöhnt. Ich bin relativ oft einzeln unterwegs, weil ich sehr spät spiele. Und mit der Zeit gewöhnt man sich dann doch dran, dass man hier ein bisschen im Kreis läuft. Man wird ein bisschen duselig dabei. Aber ich habe dann doch ein paar schöne Kniffe herausgefunden. Es gibt ja auch so eine Halbautomatik, ne? Da greift das Pferd dann halbautomatisch an. Man sucht sich nur eine
eine Angriffsmethode raus. Allerdings dann wird der Radius, in dem man angreift, noch größer. Also das ist eine kleine Gewöhnungssache. Gerade eben, was ihr nicht so richtig mitbekommen habt, weil ich so viel gequatscht habe, ist, dass ich eine optionale Quest aufgenommen habe, die mir mitten im Feld aufpoppt, wenn ich im passenden Gebiet bin. Habe ich auch angenommen, aber wie ihr unten an meinem Experience-Balken seht, habe ich mein Ziel für dieses Video schon erreicht. Ich habe nämlich mein Level abbekommen auf Level 74. Wie gesagt, geht auch ganz gut, wenn man ein paar Level drunter ist. Unter 75 kommt man ganz gut weg. Man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Unsere Aufgabe drängt. Und da gab es noch das Pferdelevel ab. Hurra, hurra. Wie gesagt, das ist nur der Anfang dieses Add-ons, dass auch Free-to-Play-Spieler spielen können. Also ihr braucht das Add-on nicht unbedingt kaufen. Allerdings müsst ihr dann auf vieles verzichten, beziehungsweise bekommt nur wenig Auswahl und müsst dann halt Quests und sowas dazu kaufen, wie immer. An sich kann man es aber immer noch kostenlos spielen. Und dann bekommt man so eine schöne Sachen zu sehen, die ich euch als Abschlussschmankerl ein wenig unterjubel jetzt. Ich muss mich nämlich hier an diesen blöden Orks vorbeischleichen, sonst schlachten die mich ab. Das hier sind die Argonauts. Das ist nur einer von vielen schönen Punkten in Rohan, die es lohnt zu erforschen. Und viele kennen sie vielleicht aus dem Film, oder wer die Bücher kennt, der kennt eine richtig gute Beschreibung. Und es ist Wahnsinn, wie schön sich Turbine an die Buchbeschreibung hält. Also für Herr der Ringe-Fan ist Rohan wirklich der Hammer. Und dabei habe ich jetzt nur einen ganz kleinen Teil euch gezeigt. Ja, damit verabschiede ich mich aber. Vielleicht trifft man sich ja noch in Rohan auf dem Server Belegaer. Und bis zum nächsten Mal sage ich erstmal Tschüss.